Also manchmal habe ich das Gefühl, alleine wenn die so an der Wasseroberfläche schwimmen, diese Oktopusse, dass die dann so schon von sich aus gleich sterben. Naja. Was haben wir denn jetzt? 19 Oakwood Planks. 41. Und dann machen wir uns mal ein paar Treppchen. Was haben wir? 24 Treppen. Und jetzt ist noch die zweite Frage. Aua! Können wir die... Nee, weißt du was? Ich mach das noch eins höher hier. Also ich setz die da... Ich glaube, das reicht. Und dann haben wir hier außen das vernünftig. Ja, machen wir das an. Ziehen wir das einfach mal so durch. Das soll ja hier wirklich nur eine kleine Hütte sein. Nichts Großes. Ich hau hier auch mal eine Fackel dran. Und hier auch mal eine Fackel dran. Und, ach komm, wollen wir nicht so geistig sein. Hier eine Fackel und hier eine Fackel und hier eine Fackel. Und hier. Und hier. Und hier. Zack. Aua. Also das mit den Büschen müssen wir nochmal anders machen. Das ist echt schrecklich. So, und dann weiß ich gar nicht, ob wir hier Platz haben, uns großartig ein Dachboden reinzuzimmern. Aber ich mache jetzt einfach mal eine Leiter. Ach, drei Leitern? Okay, es sind drei Leitern. Und dann ziehen wir uns hier einfach mal eine Leiter hoch, dass wir oben vernünftig bauen können. So. Ja, das ist doch schön. Einfach nur eine kleine Hütte. Mehr nicht. So, und wir haben schon wieder ein Herz verloren dank den Büschen und schon wieder zwei Futterbalken. Und ich sehe euch erstmal wieder schlafen. So. Schönen guten Morgen. Zack. So, wir haben noch ein bisschen Oakwood, nochmal 41. Das wird natürlich vorne und hinten noch nicht reichen. Aber, soweit wir kommen, machen wir das jetzt einfach mal. Zack. Und... Zack. Und dann muss auch hier was hin. Und hier was hin. 1, 2, 3, 4... So, ich ziehe hier vorne jetzt noch nicht durch, dass wir noch aufs Dach vernünftig kommen. So. 12 haben wir noch. Das heißt, hier kommt eine Treppe hin und da kommt eine Treppe hin. Und da darf noch nichts hin. Das heißt, hier hinten können wir anfangen. So. Und so. Und jetzt kann hier ja auch schon sowas hin. Und dann brauchen wir nochmal ein paar Spruce Planks und da kann sowas hin und dann machen wir so und so. Ja, das Dach wird doch langsam, zumindest eine Hälfte davon. Ha, fällt dann von vorne nicht auf. So, und dann haben wir auch hier auf dieser Höhe ein bisschen was an Platz für ein, oh, für einen Dachboden, wo wir hier hochkommen können. Das ist ja okay. Dann haben wir nach hier nicht unbedingt ein Fenster nach hinten. Na, vielleicht ändere ich das mit den Fenstern nochmal unten. Dass wir dann hier hochkommen können und ein Fenster haben. Wobei, man könnte ja auch hier hochkommen. Das heißt, da hinten könnte man eine, da könnte man eine Leiter hochmachen. Da hat man hier vorne raus auch ein Fenster. So, das sieht doch schon mal gut aus. Und wie sieht es von außen aus? Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön. Haben wir wirklich einfach nur ein kleines Häuschen. Autschi. Mehr braucht es ja auch nicht. Ups. Nee, ich wollte eigentlich nur essen. Ah, jetzt geht's wieder. Ich dachte mir das nämlich schon. So, und wir brauchen einfach jetzt noch mehr Oakwood. Ich mache jetzt einfach mal Folgendes, damit wir generell mehr Platz haben zum Holzanbau. Und weil wir später dann den Wald einfach nochmal schöner anpassen können, haue ich mal hier die kleinen Bäumchen weg. So.
Oh, ein Hausbau, der ist lustig. Oh, ein Hausbau, der ist toll. Oh, ein Hausbau, oh, ein Hausbau. Ja, den finde ich ganz schön toll. So. Ein bisschen eingerostet, was das angeht. Wird schon irgendwann wieder kommen. So, wie weit könnten wir hier denn nochmal was wegruppen? Die Bäume sind natürlich auch alle wieder mit den Blättern verbunden. Das heißt, da wird auch überall wieder was stehen, wenn man die wegkloppt. So. Und dann machen wir das hier auch mal so und so und so. Und dann hauen wir hier nochmal die Bäumchen weg. So, und dann haben wir bald schon wieder viel, viel mehr Spruce-Wutte. Und daraus können wir uns, glaube ich, einen ganz schönen Keller bauen. Und wir brauchen ja auch bald ein bisschen Platz, um unsere Sachen zu lagern. Aber ich muss sagen, da hinten, das hat mir schon unglaublich schön, unglaublich gut gefallen, wie das da aussah. Deswegen bin ich mir gerade auch etwas unschlüssig, ob wir nicht vielleicht dann unsere Main Base, wenn man so möchte, dort hinten hin verlagern. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Jetzt erstmal das Haus ein bisschen fertig kriegen. So. Dafür bräuchten wir Oakwood, aber ja, nee, das dauert noch. Die Kuh wartet auch schon auf ihr Weizen. Ja, so ein paar kleine Verschönerungen hier. Das ist doch gut. Und das, also, ja, das, ja, doch, also, kann man doch so anbieten, würde ich sagen. Der ist, glaube ich, noch nicht fertig. Ich will kein F3 benutzen, ich lasse es lieber nochmal. Ich bin mir immer so unschlüssig. Früher war es deutlich eindeutiger und mittlerweile ist es immer so, ja, ist er jetzt schon oder ist er jetzt noch nicht? Deswegen zögere ich da lieber mal zu viel als zu wenig. Jetzt haben wir alle Oak Saplings gesetzt, dann setze ich dich einfach mal hier hin. So, und die Kuh wartet auch schon auf ihren großen Auftritt als Steak irgendwann. Da musst du leider noch etwas warten. Ich weiß, du möchtest ein großes, saftiges, fettes Steak werden. Ja, jetzt habe ich es. Ja. Die suizidale Kuh, würde ich sagen. Wobei, sie will sich ja nicht umbringen. Sie möchte ja nur gegessen werden. Macht noch einen Unterschied. Ich hoffe zumindest, dass sie da jetzt nicht reinläuft. Friss mich. So. Ich fühle mich dezent verfolgt, muss ich sagen. So, ja, Spruce Logs passt. Da können wir jetzt ja auch was machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Habe ich irgendwann mal gelernt, wenn ich zwei gleiche Tools, die schon fast halb verbraucht sind, zusammenpacke, kriege ich da ein neues Tool, ein Tool raus, was weniger verbraucht ist. Und vor allem, wenn man mal darauf schaut, die Durability liegt hier bei 70. Wenn ich hier schaue, bin ich bei 41, hier wieder bei 23. Das gibt mir, na, wer kann rechnen, 64. Das heißt, das Tool, was rauskommt, hat sogar noch mehr Durability. Also kann ich theoretisch mit Hilfe von zwei Äxten, natürlich nur bei unverzauberten Tools, unendlich viel, nee, nicht unendlich viel hacken, aber deutlich länger hacken. Weil unendlich viel, da war gerade mein Gedanken falsch. Mann, Mann, Mann. Dafür müsste ich ja zwei rauskriegen. Ich kriege nur einen raus, aber ich kann zumindest länger, ich habe zumindest länger was davon. So, dann sammeln wir das auch nochmal ein. Und dann gucke ich jetzt einfach nochmal. Das bringt uns noch nichts. Wir könnten aber schon mal hier oben, wir können uns auch überlegen, wie wir den Boden einziehen. Das müssten wir ja auch am besten aus Spruce Planks machen. Ich mache einfach mal ein paar Slabs. Und dann wäre das Sinnvollste, dass wir den Boden hätten auf dieser Höhe. Zack, zack. So, natürlich nicht. So, dann haue ich uns hier schon mal einen Boden rein. Und dann packen wir das wirklich mal auf die andere Seite. Zack, zack, zack. Oder, nee. Ganz in die Ecke geht, glaube ich, nicht.
Und da gehen uns die Slabs aus. Wie viel mache ich denn? Machen wir mal 12 Stück. Das könnte schon reichen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das reicht. Das ist super. Genau, dann kommen wir hier raus auf unseren Dachboden. Und dann kommen wir hier hoch. Genau. Das ist doch schon mal schön. Jodele. Das geht hier einmal so rum. Genau. Und das gleiche passiert auf dieser Seite. Und dann haben wir es hier noch eins höher. Und hier könnte, genau, hier ist genau Platz für ein Fenster. Direkt unter der Dachkante. Das ist doch schön. Ein bisschen mehr Holz. Ja, langsam wird das doch. Und ich, Depp, überlege ich jetzt schon wieder hier, ne, da hinten hinzugehen und das hier zurückzulassen. Aber gerade so unsere kleine Starterhütte hier ist doch ganz nett so. So, dann haue ich da auch schon mal Glaspanes rein. Davon haben wir ja noch genug. Da könnte man auch Glasblöcke reinhauen, aber ich weiß nicht. Ich nehme lieber die Scheiben. Weiß gar nicht warum. So und so.